Hallo und willkommen zurück bei Schnell als Licht mit Maro. Unsere Crew ist ziemlich voll. Nur kurz die Hauptfigur, ich der Pilot, Marv an den Schilden und Dalukat der Waffenmeister. Unsere andere Crew. Wir haben sie alle gerettet. Und wir wollen alle unsere Hilfe haben, das tun wir doch direkt. Wir sind ja hilfreich. Eine Menschenkolonie, eine unbekannte. Mein Angie schicke ich rüber, weil Angie können nicht krank werden. So, dann springen wir in den Nebel, weil wir noch bei uns im Distress biegen wollen, aber auch was soll das erkunden? Wir greifen den Piraten natürlich an. So, Ionenblast auf die Waffensysteme und eine S-Bombe auf die Waffensysteme. Die S-Bombe ist eigentlich richtig cool, wenn man die wirklich übernehmen möchte. Also, wenn man quasi den Teleporterweg nimmt. Hat die Bombe jetzt verfehlt? Ich gebe noch eine S-Bombe auf die Waffensysteme. Obwohl, ne, brauche ich jetzt nicht mehr. Gut getroffen. Okay. Das darf natürlich nicht zu, dass sie abhauen. Nein. Hackbeam haben wir dafür bekommen. Es hat sich gelohnt, nicht Mercy zu zeigen. So. Den Heal-Bomb brauchen wir nicht. So. Pikebeam braucht zwei Energie, also das heißt, wir brauchen noch eine Energie für das Schiff. Und eins für die Waffensysteme. So, da das sind. Prassen wir ein bisschen, das brauche ich alles auch, das hilft. Was kann man Pikebeam noch anmachen? So. Bieten wir mal unsere Hilfe an. Wir suchen das Schiff. Den Stasis-Pod können wir mitnehmen. Aber müssen wir in den Engie-Sektor gehen? Egal. Ja, wir so am Anfang sind, lohnt sich das. Ich habe ja herausgefunden, dass es irgendwie funktioniert. Wenn wir gescannt werden von so einem Viech. Oh. Ich glaube, ich brauche das, um die Systeme zu vernichten. Oh. Dann Pike beamen wir mal quer rüber. Nicht vom Piratenscam. Oh Gott, ich hätte doch annehmen sollen, weil ich brauche Fuel. Tja, Inside. Dann hoffen wir mal, dass wir irgendwo Fuel herkriegen auf den nächsten zwei Portes. Hier war nix.
Ich habe einen verloren. Sie haben uns Sultan, unseren Sultan geklaut. Die Penner. Verkloppt sie. Unseren Sultan. Oh. Jax muss jetzt an die Engines gehen. Oh, das geht ja gar nicht. Das hätte man nicht machen müssen, weil ich war verzweifelt, weil ich Energie brauchte. Verdammt. Ja, da oder da? Da. Wenn es keine Energie gibt, bin ich am Sack. Oh, der hat Energie. Aber wir haben keine Energie mehr. Mag wir rüberpiken. Bitte, Fuel, Fuel, nein! Wir haben verloren. Diese Monster. Verhaut sie. So. Das braucht mir, muss ich annehmen. Boah. Unser Schiff ist auch wirklich immer am Rand der Zerstörung. Unser armen Sultan tut's mir leid. Schon wieder zu gehen fällt. Nee, nicht auf die Waffensysteme. Irgendwann hat Level abbekommen. So, rüber peiken, dass ich vier Systeme treffe. So. Oh ja, oh ja, oh ja. Das brauchen wir. Das nehme ich gerne an. Haben wir Level abbekommen? Ich habe Level abbekommen. Mach auch. Das schaffen wir sogar noch. Machen wir das auch. Puh, ich dachte, ich habe den schon abgeschrieben. Ich muss nur lange genug durchhalten, den Pipebeam einmal raufzuhauen. Und bevor die Raketen schießen, aber ich schaffe immer nicht durchzukommen. Okay.
Oh, verdammt, unsere Hülle hält nichts mehr aus. Nein! Nein! Oh, oh. Diese verdammte Warum laden ihre Schilde so schnell? Ach, die Schilde. Die müssen down bleiben. Boah, das ist knapp. Oh. Oh, da oben ist ein Laden, verdammt. Oh, den bräuchte ich so sehr. Eine Rakete, unser Schiff ist kaputt. Oh, noch eine Ionenblast. Nee. Auf den nächsten Sektor, Soltan, Heimatwelten. Ob unser fast zerstörtes Schiff diese überleben wird, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss. Oh Mann.